So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morwin Tribunal. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht... Ich frage mich, was der Kerl vorhat. Ja, ich muss gerade mal ganz kurz schauen, was ich überhaupt tun wollte. Wir haben letzte Folge... wir haben zwei Dinge abgegeben. Zwei Quests. Ja. Okay. Sie hier irgendwas Interessantes rumfliegen? Wahrscheinlich nicht. Nicht mal ein Buch, aus dem man lernen kann. Okay. Ich frage mich, was der Kerl vorhat. Ah, das... Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Orientierung. Das ist die Dame, die das letzte Mal sich ein bisschen beschwert darüber hat, dass wir ihren Göttergatten nicht gehimmelt haben. Mal schauen... Wir haben hier noch das Haus von Ignatius, ein leeres Haus und Geon Aulines. Weiß ich gar nicht, ob wir da schon drin waren. In Haus Velas waren wir drin, Haus Tendas waren wir drin, Haus Satri waren wir drin und Letan waren wir auch drin. Dann machen wir doch einfach hier unten bei Ignatius weiter. Wenn mich das Spiel... ja, ich war zwischendurch bei einem Händler, das nicht ganz so vertrauens, aber so ähnlich. Leider hatten die keine gescheite Maus. Ich muss mal in Lö Internet schauen. Das heißt, meine Maus spinnt immer mal wieder rum. Ich bitte deshalb um Verzeihung, wenn ich zwischendurch komische Ruckelbewegungen mache. Die... nicht tick gesteuert sind. So, dann wollen wir mal schauen, was ist hier. Hallo? Wow! Willkommen in der Mechanoiden-Arena. In der was? Oh! Was? Oh, kennt ihr von früher? Ich glaube, das gibt es inzwischen nicht mehr. Diese Roboterkämpfe gegeneinander. Na Gott, verdammt, wie hießen die Sendung? Das war doch irgendeine amerikanische oder so, wo die selbst gebaute Roboter genommen haben und die gegeneinander angetreten haben. Und der überlebt hat, durfte dann gegen den nächsten antreten oder so. Das habe ich als Kind super gerne geschaut. Cool, dass es hier auch sowas gibt. Ich grüße euch, Angonia. Ihr seid wohl gekommen, um die Kämpfe in der Mechanoiden-Arena zu sehen. Tut mir leid, aber es wird in nächster Zeit keine weiteren Kämpfe geben. Außer ihr traut euch, mir zu helfen, meine Bots zu reparieren. Okay. Durch meine Beherrschung exotischer Verzauberung war es mir möglich, ein paar Kriegsbots wiederzubeleben, die ich den Dwemer-Ruinen geborgen wurden. Heute biete ich den Menschen so oft wie möglich Robotervorführungen an. Die Bürger von Gramfeste nennen meine Darbietung die Mechanoiden-Arena. Ich besitze unvergleichliche Verzauberungskünste, doch nachdem meine Roboter so viel gegeneinander gekämpft haben, brauchen sie einfach ein paar Ersatzteile. Würdet ihr mir helfen, die entsprechenden Teile zu beschaffen? Oh ja. Freut mich zu hören. Wenn ihr mir 10 dwemerische Metallstücke bringt, kann ich die benötigten Teile selbst anfertigen. Wenn ich die Bots repariert habe, werde ich euch vielleicht einem Kampf zusehen lassen. Ja, klar, gerne. Das ist etwas, das... Boah, das unterstütze ich mit Holm Karacho. Wir haben tatsächlich dann, als ich klein war, auch in Anlehnung daran
10 Stück hat er gesagt, ne? Ich hoffe, wir haben noch 10 Stück. Elf. Knappe Geschichte. Haben wir so kleine Mini-Roboter selbst gebastelt? Also inklusive mit Löten und so weiter. Ich durfte als Kind tatsächlich löten. Das war lustig. Habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Also traut euren Kindern zu ruhig ein bisschen was zu. Weiß ja nicht, welches Alter hier überhaupt zuschaut. Natürlich mit Vorsicht zu genießen, ne? Das sind immer noch, immer noch ein heißes Teil, aber... Gesegnet, wir sind. Ich weiß gar nicht mal mehr, wie alt ich gewesen bin. War relativ jung noch. Und dann haben wir so einen kleinen süßen Roboter gebastelt. Ich glaube, das war nach Anleitung. Und er ist dann durch die Wohnung gefahren und immer, wenn er irgendwo hingedotzt hat, ist er halt in eine andere Richtung gefahren. Unsere damalige Katze fand das am Anfang, glaube ich, nicht so witzig. Die fand das Teil irgendwie etwas creepy. Gut, das war auch 15 Zentimeter ungefähr. Das war jetzt nicht groß, aber auch nicht wirklich kleiner Roboter. Ach ja, damals. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Teile mitgenommen. Ich rede und rede und Metallstücke. So, das sind hoffentlich die Teile, die er haben möchte. Das heißt, wir wollen wieder zu Göttergriff. Über den Tempelhof. Ich glaube, der eine... Oh, Verzeihung, jetzt bin ich mit dem Kopf auch noch dran gestoßen. Ich glaube tatsächlich, einer der Kater hat gerade einen Blödsinn gemacht. Na gut, ich werde sowieso nur diese eine Folge aufnehmen für morgen. Und dann morgen die weiteren Folgen. Denn wir haben... schon ganz schön spät. Oder früh, je nachdem, wie man es sieht. Tatsächlich haben wir 5.45 Uhr. Ja. Ich werde danach wohl eher ins Bett gehen. So, ist das hier Ignatius? Ja, sehr gut. Ich hier wieder runter in den Keller. Ich hoffe mal, dass das die Teile sind, die er haben möchte. Hi! Meine Bots reparieren. Hier sind sie. Ah, perfekt. Ja, das sind genau die, nach denen ich gesucht habe. Danke. Ich erbitte noch einen Gefallen von euch. Dann kann ich meine Reparaturen beenden. Ich brauche noch 3 Dwemer-Zahnräder. Bringt sie mir, dann können wir die Bots kämpfen sehen. Es sind harte Zeiten. Und das zu Recht. Oh. Ich fürchte, dafür müssen wir irgendwo in der Dwemer-Ruine, weil ich glaube, Zahnräder habe ich nicht mal irgendwo rumfliegen, oder? Dwemer? Nee. Die Zahnräder habe ich nie mitgenommen. Oh, Kacke. Das sind doch die schweren, ne? Okay, die nächstbeste Dwemer-Ruine. Wo haben wir denn eine Dwemer-Ruine? Die nächstbeste. Oh, nee, du bist keine. Ach du Schande. Die nächstbeste Dwemer-Ruine. Ja. Vor allem eine, die groß genug ist, dass sie auf jeden Fall entsprechende Sachen hat. Sind die nicht auf der Karte? Nee, das sind die ganzen Dunmeer-Dinger. Mir war doch in der Gegend irgendwo eine. Ach du Schande. Oh, jetzt muss ich denken. Ach du Schande. Um die Uhrzeit muss ich jetzt auch noch denken. Ruine von Enchuleft. War nicht hier in der Nähe? In der Nähe von Balmora, glaube ich.
Ich glaube, in der Nähe von Balmora war Was auch kann ich eine. Für uns? Eine Ehre. Jojo. Seid willkommen. Da waren wir, glaube ich, für sie nämlich drin. Die müsste doch, wenn man von hier, von Balmora aus, Richtung Norden? Seid willkommen. Ach du Kacke. Worüber sollen wir sprechen? Ah, ja. Gut, die Dame hatte ich irgendwie verdrängt. Mist. Dann... Ja. Kannst mich mal. Warum habe ich das nicht eigentlich schon früher gemacht? So. Und jetzt ist das Wetter echt bescheiden. Moment, ich muss die Maus mal ganz kurz ausstecken, wieder einstecken. Ah, besser. Jetzt schliert sie nicht mehr ganz so. Oha. Ich glaube, wenn man bei der Mondfalterfestung... War das bei der Mondfalterfestung? Oha. Das ist jetzt schon etwas länger her. Aber ich meine... Wenn man hier langläuft... War das schon bei Caldera? Nee, bei Caldera war es nicht. Müsste hier gewesen sein. Wenn man bei der Mondfalterfestung... Oh. Den Träumer ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich meine, wenn man hier... Hier müsste doch jetzt so eine Brücke kommen. Wo ganz früher mal ein nettes Kerlchen stand. Ja. Und hier rechts ist nämlich dann auch eine Dwemer-Ruine. Jetzt hoffe ich nur, dass das eine passende ist. Dass die auch Zeug da hat. Oh, warte. Jo, schnell genug sein, sonst geht's zu. Halle der Zentrifuge. So. Ein bisschen dran gewöhnen. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass hier irgendwo noch Dinge rumliegen. Hier ist Flynn. Hier ist ein bisschen Geld noch drin. Ui. Ja, Zahnräder. Ah. Wow! Ah. Wow! Hey, der Kater ist gerade auf meinen Stuhl oben auf die Lehne gesprungen und hat mir ernsthaft eine Kopfnuss damit verpasst. Alles gut, Katerchen? Du weißt, du hast Hunger, ne? Ja, es gibt gleich was. Aber gerade bin ich eher etwas verwirrt, dass hier ein Typ war. Sind wir nie hier runtergegangen? Habe ich das übersehen? Und gleich fällt der Kater runter. Also wenn ihr... Ui. Ja. Einmal auf die Tastatur, überall drüber, einmal eine Kopfnuss verpasst. Allerdings hat er nur das Headset erwischt. Von dem her... sehr übersichtlich. War ich hier tatsächlich nie? Und dann gibt's hier nicht mal Zahnräder. Ach, so ein Mist. Tatsächlich. Wir waren hier hinten, glaube ich, nicht. Oh. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Okay, hier ist sonst nichts weiter.
Ich liebe diese Maus. Zellen der hohlen Hand. Nee, tatsächlich nicht. Alles so voll die Low-Level-Bobbys. Ups. Ah. So, was genau möchte er haben? Noch 3 Dwemer-Zahnräder. Dwemerisches Zahnrad. Drei Stück haben wir jetzt. Aha. Ach, was soll ich denn damit? Aber die sind jetzt nicht nur... Waren die das letzte Mal? Nein, hier waren wir nie. Das ist durchaus irritierend, dass wir... Das ist echt einfach ignoriert. Wow. Das ist etwas so unvollständig. Bö. Kompletten Abschnitt darüber sehen. Schauen wir in das andere Ding rein, wenn wir schon mal hier sind, ne? Okay, hier waren wir wiederum, aber. Okay. Oh. Ups. Au. Nee, hier ist sonst keiner. Nee, wir waren da hinten einfach nicht. Okay. Na sowas, ein Raum einfach aussehen. Halle der Zentrifugen, jetzt müssten wir hier sein. Na perfekt. Das Ding da hinten doch glatt einfach. Ich kann es gerade nicht fassen, dass ich etwas unvollständig gelassen habe. Geht ja aber gar nicht. So. Dann. Ich kann ja eigentlich auch über Balmora gehen. Ich hoffe, wir landen in Balmora. Ja, perfekt. Das heißt, wir müssen nur einmal kurz. Magiergilde, perfekt. Ui, das Wetter ist auch richtig schön beschissen, so wie bei uns auch die letzten 2 Tage. Was haltet ihr von Balmora? So. Die Katas dürfen ja inzwischen raus. Halt in so einen abgesperrten Bereich. Und tatsächlich sind sie sehr begeistert. Wobei, ich grüße euch. Es ist mir ein Vergnügen, euch zu treffen. Der dumme Kater doch durchaus seine Schwierigkeiten hat. Weil er halt auch einfach sehr vorsichtig und schreckhaft ist. Wo ist er? Da ist sie. Hi. Aber mit dem ganzen neuen Input scheinen die beiden tatsächlich sehr glücklich zu sein. Jo. Jetzt haben wir es geschafft. Ich hoffe, jetzt können wir uns den schönen Roboterkampf noch angucken. Den will ich jetzt sehen. Dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Untergriff. Auf zu Ignatius. Muss auch mal nachgucken. Müssen wir rechts. Tut, was richtig ist und alle in eurem Beispiel folgen. Okay, ich glaube, der hat gesoffen. Ah.
Ja. Also so langsam. Ich muss morgen mal nach einer neuen Maus suchen. Hallo. Bevor wir aber jetzt die falschen Dinger mitgenommen haben, einmal kurz speichern. Bots reparieren. Ja, hier sind sie. Perfekt. Ausgezeichnet. Ich danke euch vielmals. Nun werde ich mich an die Reparaturarbeiten machen. Kommt nachher wieder. Dann werden die Kriegsbot bereit sein. Die Neuen und das Kaiserreich. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt einfach raus und wieder rein müssen. Wie ihr seht, sind meine Bots endlich betriebsbereit. Der Kampf geht gleich los. Wollt ihr eine Wette auf den Ausgang abschließen? Ja, eine Wette. Eine Wette. Ich verdoppel euren Einsatz, wenn euer Bot gewinnt. Möchtet ihr eine Wette abschließen? Dampf oder Kugel? Stärke oder Schnelligkeit? Gehen wir mal auf Stärke. So mittlerer Einsatz. Stärke schlägt Schnelligkeit, meint ihr? Nun, die Wette halte ich. Also, wie viel wollt ihr einsetzen? Ich mag eure Art. Was? NPC Race. Ich glaube, da sollte Argonia stehen. Eine hübsche, saftige Wette. Nun denn, lasst uns den Kampf zusehen. Die Neuen und das Kaiserreich. Juhu! Juhu! Los! Klatsch dem Ding eine. Los, mach es kaputt. Du musst auch treffen, Junge. Komm schon. Mach den blöden Bot kaputt. Los, los, los. Da bin ich mal gespannt. Was sagt ihr? Hätte ich vielleicht sogar 1000 setzen sollen? Nein, in Anbetracht der Tatsache, dass wir das Geld haben. Wow, sieht so aus, als wäre heute euer Glückstag, Argonia. Hier ist euer Einsatz verdoppelt, so wie versprochen. Habt Dank für eure Hilfe. Dank euch kann es mit den Mechanoiden-Arena weitergehen. Nice. Klunker, klunker. Klunker, klunker. Ach, schön. Am Ende ein Sieg. Hätten doch 1000 setzen sollen. Eindeutig. Und ich glaube, der Kater findet es auch ganz schön, diesen Roboter sich anzuschauen. Und das, obwohl er Hunger hat. Willkommen in der Mechanoiden-Arena. Okay. Kann man nochmal wetten? Nee. Ach, wundervoll. In diesem Sinne wünsche ich euch... Wo habe ich das nur hingelegt? Nicht zu mir. War es nicht. Naja. Ich würde sagen, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht. Einen wundervoll ruhigen Montag, wenn ihr die Folge gleich schaut. So, und wir hören und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.